Guten Morgen. Morgen. Und schon ordentliches Bauernfrühstück. Ja, ne? Also ich habe ja die ganze Woche gefastet. Ja, weil, warum? Ja, weil bei euch es immer so geiles Frühstück gibt. Okay, ja? Hast dich optimal vorbereitet. Ja, natürlich. Also ich wollte jetzt nicht so, ach nee, ich habe gar keinen Hunger. Also ja. Ich habe richtig Hunger. Also du redest und ich esse, okay? Wir frühstücken beide hier zusammen ja, und wir reden noch parallel, außer mit vollem Mund natürlich nicht. Magst du mir ein Brötchen rübergeben? Dann steige ich mit einem. Tschüss, der Junge, nehme ich. Guck mal, danke schön. Ich hoffe, Sie haben zu Hause auch ein gutes Frühstück oder wir machen Ihnen gerade Lust zu frühstücken gemeinsam. So, Schritt für Schritt war das. Ist ja eigentlich total simpel und logisch, dass man diesen Titel wählt, aber hat eine familiäre Vorgeschichte, ne? Du kannst gerne anfangen zu singen, oder wie lief das damals? Schritt für Schritt? Genau. Das ist, ich weiß nicht, ob das, kanntest du das, dieses Schritt für Schritt und Mann für Mann und wer den Schritt nicht halten kann, der ist ein dummer, dummer Eselsmann. Also immer wenn es bei den Wanderungen langweilig wurde, haben das meine Eltern mit mir gemacht und dann geht man da quasi so im gleichen Schritt. Und ich dachte mir, das ist ein schönes Buch, ein schöner Titel für das Buch, weil es ist eigentlich kein Wanderbuch. Mhm. Also es ist das erste Wanderbuch von mir, was kein Wanderbuch ist, sondern ein Geschichtsbuch. Und ich fand das super irgendwie. Epochale Wege, das muss ich mir aufschreiben. Ja? Genau darum geht es, um die Geschichtsepochen, wo ich mir jeweils einen Weg rausgesucht habe. Genau, jetzt sind es 16 geworden. Ich finde, also ein Kapitel ist drin, wir kommen im 21. Jahrhundert. Es gibt eine Art Zweitwanderung, darüber reden wir gleich nochmal. Aber es fehlt ein Bild da drauf. Und zwar der Wanderer leicht gebückt nach vorne mit dem Smartphone in der Hand. Oder gibt es dieses Bild nicht auf der Strecke? Das stimmt, das kommt in der Zukunft, glaube ich. Ne? Aber nee, also auf Wanderwegen, muss ich sagen, sehe ich das nicht häufig, den Smartphone-Wanderer. Also es gibt ja doch, Gott sei Dank, noch viele Gegenden in Deutschland, wo es keinen Handyempfang gibt. Ich sage nur Hunsrück. Und da ist man dann auch mit Handy verloren. Und dann kann man sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich das Zwitschern der Vögel. Ja, Bilder hast du aber auf jeden Fall im Buch mit drin. Also es gibt Fall. Auch ein paar Selfies von dir. Du hast Wegbegleiter auf jeden Fall auch gehabt, die dich begleitet haben. Hattest du keine Lust, allein zu gehen? Na, ich fand das halt spannend, je nach Weg mir jemanden zu suchen, der mir entweder was erklärt, also zum Beispiel die Reiseführerin in Ägypten oder der Wanderführer in Griechenland. Aber ich habe auch manchmal einfach mal meine Kumpels mitgenommen. Oder wie hier, das kann man... Ja, du bist ja modisch ganz weit vorn. Ja, das war auf dem Römerweg im Hunsrück, auch ohne Handy. Man sieht noch irgendwie, das einzige Unauthentische ist meine Armbanduhr. Aber ansonsten war das absolut authentische Legionärskleidung. Und da habe ich diese beiden Jungs, Saarländer, Jörg und Christoph, mitgenommen. Und die haben mich da so ausstaffiert. Ne? Ja, also Schuhe sind ja immer trendy, die Jesuslatschen, sage ich jetzt mal, oder Römersandalen. Ja, aber wobei, da fehlt einer, wo ja, ja, der hat sich aufgelöst. Also das ist war nicht dein Ernst. Doch, das war ziemlich bitter. Also der war leider nur ein Nachbau aus Pakistan. Und nach 3 Kilometern war der weg. Und dann musste ich rechts Blackfurst gehen, wie der Kölsche sagt. Und das Harte ist halt wirklich, dass diese Ausrüstung, also die haben mich wirklich gewogen, nur mit Unterhose und mir dann alles angezogen, Kettenhemd, Helm, Marschgepäck und so weiter. Und da habe ich 36 Kilo drauf bekommen. Ja, Wahnsinn. Also damit ist der normale Legionär losgegangen und ich musste da eben halt barfuß mitgehen und auf spitzen Steinen, das war nicht so lustig. Okay, aber als Wanderer an sich bist du ja erprobt. Das heißt, dann den Schuh auszuziehen wäre eine Alternative gewesen, um komplett barfuß? Oder bist du doch ja, so hart aber nee, ich stehe nicht so auf Barfußwandern. Also ich stehe weder auf Nacktwandern noch auf Barfußwandern. Das machen dann andere. Nee, also das muss wirklich nicht sein. Ja, aber mit Wigald Boning hätte zu gehen müssen. Der macht Nacktwandern. Und der macht auch Nachtwandern der vor allem. Ist ein Unterschied, ne? Nacht und Nackt. Der macht auch Nacktwandern? Hat er mal erzählt. Warum? Ja, weiß ich nicht. Aber dann auch nur nachts, damit den keiner sieht. Wir recherchieren noch mal nach. Und Wigald, wenn du gerade siehst, melde dich doch bitte mal und erkläre, warum. So, bevor wir jetzt irgendeine These aufstellen, die dann vielleicht doch nicht stimmt. So, wir haben noch Zuschauerfragen. Da klinken Sie sich ein. Per E-Mail, per Facebook können Sie das gerne tun. Oder per Telefon geht das bei uns. 0211 64 95 64. Rufen Sie uns gerne an. Viele Sachen sind zu besprechen. Und definitiv. Wir haben ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, genießt das Frühstück. Danke, danke. Da gleich wird's kalt. Ich kann es total verstehen. Also, weil ich finde, unser deutsches Brot, das, was wir hier jeden Tag verzehren, das ist ein großer Luxus. Und wenn du im Ausland bist, vermisst du's. Das ist ein grandioser Exportartikel, ja. Absolut. Aber jemals drüber nachgedacht? Also in Amerika warst du noch nicht, hast du mir gerade erzählt. Genau. Aber mal auszuwandern, mal irgendwo anders hinzugehen und was ganz anderes zu machen? Nee. Also das ist... ich bin auch so ein Fremdsprachenloser, weißt du? Also ich rede gern Deutsch. Und wahrscheinlich lernt man das auch. Aber nee, da bin ich dann doch, glaube ich, zu spießig zur Heimat verbunden. Okay, nee, und die Heimat ist auch schön, oder? Absolut. Das kann man so sagen. Kommen wir nochmal zurück zum Brot. Wenn du unterwegs bist, gerne auch mit dem Rucksack, wie sieht die Verpflegung aus? Was ist da alles drin? Also ich stehe ja total darauf, mich einzukehren.
Also so jetzt irgendwie zu Hause eine Stulle zu schmieren und Thermoskanne, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Also ich finde das super, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt zu gucken, wo wird mir da was Frisches gemacht, wie schmeckt das Bier da und dort. Und eigentlich ist nicht viel in dem Rucksack. Da ist was zu trinken drin, zum Notfall irgendwie ein Schokoriegel, das war's. Okay, also leicht. Ja, sehr leicht. Ja. Ja, du wirst mich auch nie sehen, wie ich wochenlang irgendwelche Tracks mache im Himalaya oder die Alpen überquere mit dickem Rucksack und übernachten und Kochgeschirr. Furchtbar. Ganz leichter Rucksack, möglichst überhaupt keinen und einfach genießen. Aber wollte ich gerade sagen, geht es dann unter die Rubrik Genusswanderung? Richtig, richtig. Okay. Also da habe ich mich auch gewandelt. Also mein erstes Wanderbuch ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her. Da war ich so der Sportwanderer und habe geschrieben, ey, alles unter 30 Kilometer wandern ist ja Kindergeburtstag und man muss auch mal eine ordentliche Blase haben. Alles Quatsch. Ja, heutzutage wandere ich teilweise nur mit meiner Tochter 2,5 Kilometer oder 5 Kilometer oder 6 Kilometer und habe einfach Spaß. Sehr gut. Und darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Jetzt gucken wir nochmal auf die Zeit davor, bevor du zu 100% Wanderer warst. Da gab es auch die Karriere im Fernsehen. Wir haben alle eingeschaltet. Lange ist es her, dass du dich daran erinnerst noch. Naja, du, ich war selber damals öfter bei euch. Ich weiß. Skurrilen Aktionen. Ich will darauf auch nicht mehr angesprochen werden. So, und bauchfrei Limo tanzen und so. Ganz schräge Nummer mit Harald Schmidt und dir. Ach, oh, jetzt habe ich schon jetzt, nee, jetzt zum Glück nicht, aber das habe ich zum Glück jetzt auch schon verraten, wer im Prinzip der Sidekick von dir wiederum war. Und du reißt dich ein. Also es gibt einige gute Paare in der Geschichte. Du meinst meinen Sidekick davon. Harald Schmidt? Ja. Bevor es jetzt die Zabel wird, bitteschön. So sieht das nämlich aus. Genau so. Denkst du denn manchmal noch an die Fernsehzeit zurück? Mit Harald damals? Ich werde daran erinnert. Also nein, ich gehe jetzt nicht, ich klicke mich nicht abends noch durch YouTube und gucke mir die alten Heldentaten an. Das ist immer schön, das nochmal zu sehen, aber es ist ja auch irre lange her. Also die gute alte Zeit, das ist ja die Sat.1-Zeit, ne, da, wo die meisten Leute das mit der Harald Schmidt-Show verbinden, das ist ja schon über 10 Jahre her. Wahnsinn. Und erstaunlicherweise, also gestern Abend hatte ich eine Lesung in Bonn und da habe ich mich gewundert, da sitzen auch so sehr, sehr junge Leute im Publikum, dass die sich für dieses Wanderbuch interessieren. Aber die fanden das spitze und haben dann gesagt, damals, als das Original lief, da waren die 7, 8 Jahre alt, viel zu jung. Aber die gucken sich das jetzt alles an. So jede Folge gucken die sich an und finden das total spitze und wollen mal wieder was zusammen machen. Und das finde ich irgendwie ganz gut, dass das jetzt, dass man nicht sagt, so, oh Gott, das ist jetzt so ein oller, ranziger Humor und oh Gott, das ist ja voll Nuller oder voll 90er. Nee, es funktioniert immer noch. Ne? Absolut. Aber es war eine schöne Zeit und vorbei. Ja, also Harald Schmidt auch irgendwie abgetaucht. Ich glaube, ihr habt euch mal vor kurzem kurz gesehen. Aber ja, vor kurzem, vor knapp 2 Jahren, irgendwie am Nordseestrand. Genau. Das war nett, aber Harald ist ja jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, Mensch, lass uns mal in Verbindung bleiben, ich rufe dann mal an. Nee, also das ist, ich glaube, der lebt sein Leben sehr zufrieden. Genau. Absolut. Aber meinst du denn, er kehrt nochmal zurück, um das Thema jetzt abzuschließen damit? Glaube ich nicht. Nee. Ich habe mich da schon mal in die Nesseln gesetzt und dann ist er wie Kai aus der Kiste bei Sky wieder rausgekommen. Aber glaube ich nicht. Okay, lass uns über dich sprechen. Ja. Du bist tatsächlich, wenn man sich mal das Buch von innen auch anschaut, da sind ja einige Bilder dabei. Das hilft oft, Bücher sich von innen anzuschauen. Ja? Ich habe es auch gelesen. Das kann ganz spannend werden. Ja, so ist es nicht. So ein bisschen. Und vor allem Bilder sind da drin. Das ist sensationell. Das ist eigentlich auch ein Bilderbuch. Es ist nicht das klassische Wanderbuch. Also, es gibt auch romantische Momente. Wo waren das genau mit dem Regenbogen? Das war kurz hinter Nazareth. Ah, in der Tat. Ja, da war es auch mal hübsch. Also normalerweise, ich bin den Jesus Trail gegangen, weil das ist natürlich auch eine nicht ganz unwichtige Person der Weltgeschichte, der Messias. Und der war ja auch ein Fußgänger. Also es gibt Theologen, die sagen, das war der größte Wanderer der Weltgeschichte, weil der ist ja immer zu Fuß und hat halt irgendwie seine Botschaft da unter die Leute gebracht. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Wanderweg von Nazareth zum See Genezareth. Und nicht irre weit, 65 Kilometer. Und der ist wahnsinnig spannend. Und das war jetzt auch mal ein schöner Moment mit dem Regenbogen. Aber da liegt unfassbar viel Müll einfach auf diesem Weg. Ne? Also das ist schon erschreckend. Also da ist einfach der Israeli an sich, schmeißt gerne mal seinen Kühlschrank und die alte Babybadewanne in den Wald. Ja, kann man darüber dann aber hinwegsehen? Oder? Da kann man nicht drüber hinwegsehen, aber es gehört dann irgendwie dazu. Und im zweiten Teil Richtung See Genezareth, da gibt es fantastische Ausblicke. Und man wandert da ja auch unter Null. Ne? Also ich verstehe bis heute nicht, wie das funktionieren soll. Weil da sind ja Flüsse und Flüsse und warum die nicht auf Meer. Aber egal, also man ist dann beim See Genezareth minus 300 unter Meeresspiegel. Und das ist einfach, dieses zu spüren, diesen Zusammenprall dieser drei Weltreligionen, das ist irre. Ne? Also ging es so erleuchtet dann
auch wieder ein wenig zurück. Ich würde eher sagen, dass ich begriffen habe, wie schädlich Religion ist. Ja. Okay. Reisewarnung, das ist auch so ein Thema, dass du gesagt hast, okay, 3 Jahre habe ich an dem Buch gearbeitet. Man muss sich natürlich auch optimal vorbereiten. Das ist jetzt nicht das klassische Geschichtsbuch. Aber nehmen wir mal die Reise nach Israel. Mhm. Ist das eine Route, die man die aktuell noch weiter und nachlaufen kann? Die kann man theoretisch nachlaufen, das schreibe ich auch in dem Buch mal so. Also es ist nicht eigentlich diese Touren, die ich da mache, nicht zum Nachwandern geeignet meistens. Weil das sind ja geschichtliche Wege, das ist mittlerweile die Französische Revolution, Versailles, Paris, das ist halt alles irgendwie asphaltiert und Straße. Israel, Jesus Trail, markiert, kann man alles gehen. Man sollte sich aber immer informieren beim Auswärtigen Amt, unter Sicherheitshinweise fürs Land. Also ich war auch in Jerusalem, auch da ist ja der Messias zu Fuß gegangen. Und was ich da jetzt lese an Orten, wo ich da auch war vor einem Jahr, das ist nicht so lustig. Und da gab es jetzt auch wieder ein paar Anschläge. Also da sollte man sich sehr gut informieren. Ich will da jetzt nicht sagen, ey, fahrt alle nach Israel und dann passiert da was. Ne? Absolut, da muss man auch dann mitdenken und sich vorbereiten. Optimal. Ihre Fragen gerne her damit. 0211 64 95 64, per E-Mail, per Facebook können Sie sich gerne einklinken. Wir haben noch jede Menge zu bereden. Brigitte Taschke hat uns geschrieben, ich mag dich sehr und auch das Buch Schritt für Schritt. Und sie sagt, sie hat das früher auch mit ihren Eltern immer gespielt. Ihre Mutter ist mit ihr wandern gegangen und dann wurde das gemacht. Danke für die schöne Erinnerung. Guck mal. Siehst du, und du hast deine Tochter nämlich auch mit. Mhm. Guck mal, wir können es gleich mal zeigen. Aber dann kannst du parallel nämlich mal erzählen, wie die Entstehungsgeschichte überhaupt für das Buch war. Ja, das... War ja nicht die Tochter, die gesagt hat, mach mal bitte ein Geschichtsbuch. Nein. Die jüngste Tochter ist auch ein bisschen zu klein für. Die entdeckt jetzt gerade erst das Wandern für sich. Zuletzt war ich mit der Wandern, da sagt die doch tatsächlich, danke Papa für diesen tollen Wanderweg. Ja. Ja, da geht mir natürlich als Wanderpapa das Herz auf. Ja? Das hat die bei ernst gemeint. Mhm, super. Da ist sie auf meinen Schultern und da sind wir in Spiez, auch ein sehr historischer Weg. Man wusste das gar nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft 1954 nur Fußballweltmeister wurde, weil die jeden Tag spazieren gehen mussten. Ach, guck mal. Ja, die ganzen Psychogespräche, die ganzen Taktikgespräche mit Sepp Herberger wurden im Gehen beim Wandern am Thuner See. Ja, da wurde das alles ausbaldowert. Und die Entstehungsgeschichte ist ganz einfach. Beim Wandern begegnet man ja immer Geschichte. Ob das jetzt eine olle Burg ist oder ein Grenzstein. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, die Wege, auf denen du jetzt gehst, wie alt sind die eigentlich? Sind denn früher da wirklich die Ritter oder die Römer oder die Griechen lang gegangen? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und das ist halt schon unglaublich spannend, sich dann in jeder Epoche einen Weg auszusuchen, der früher wirklich gegangen wurde von den Menschen. Ob das Neandertal ist in der Steinzeit oder der Pfad, wo die Spartaner beim Kampf gegen die Perser verraten wurden an den Thermopylen. Und in jeder Epoche sich einen Weg auszusuchen und den dann im 21. Jahrhundert nachzuwandern und einfach zu schauen, was sich geändert hat. Ja, Wahnsinn. Und das machen wir jetzt mit dir zusammen. Du bist den Weg gegangen. Wir sind ihn für dich nochmal oder für die Zuschauer auch nachgegangen. Spannend. Weil es gibt natürlich in dem neuen Projekt markante Wendepunkte der Weltgeschichte, das hast du gerade gesagt. 16 Touren wurden gemacht und angefangen wurde auch mit der Menschheit vor 40.000 Jahren vor Christus. Und da hast du dich wiederum auf die Spuren von gleichnamigen Steinzeitmenschen begeben, dem Neandertaler. Eben hast du es gerade angesprochen und wir haben es auf diese Spur auch nochmal gemacht. Tiefes Tal, weites Hügelland, das Neandertal. Wildromantische Natur zwischen den Ballungsräumen Rhein und Ruhr längs der Düssel. Wo einst die Knochen des Neandertalers gefunden wurden, tummeln sich heute vor allem Wanderer. Es ist deshalb so toll, weil die Landschaft einmalig ist hier. Es ist einfach immer wieder ein Stück Erholung, wo man sich also wirklich vom Alltag entspannen kann. Stundenlang einfach nur durchgehen, am Wasser sitzen, wunderschön einfach nur. Auch Manuel Andrak hat gemeinsam mit seinem Fitnesstrainer Daniel das Neandertal erwandert. In einem 30 Kilometer langen Tagesmarsch, das übliche Tagespensum eines Steinzeitmenschen. Im örtlichen Wildgehege konnten sie die lebendige Speisekarte des Neandertalers in freier Wildbahn beobachten. Wisente, Auerochsen und Tarpane, Urpferde. Das Leben des Neandertalers war kein Zuckerschlecken, weiß die dortige Hegemeisterin Gabriele Meiser. Die Jagd ein gefährliches Unterfangen. Wenn die angreifen, hat man als Mensch kaum eine Chance. Die sind sehr, sehr spurtschnell. Gute Sprinter. Gute so sehen die Sprinter. Gar nicht aus. Die sind Nein. relativ schwer, ne? Die sind recht schwer. So ein Bulle kann bis zu einer Tonne wiegen und trotzdem enorm sprungbereit. Also 1,60 Meter drüber springen ist kein Thema für einen Wisent, wenn der sauer ist. Es ist der größte Überlebende der Eiszeit als Säugetier.
Auf seiner Tagestour hat sich Manuel Andrack nach dem Paleo-Prinzip ernährt, also wie ein echter Steinzeitmensch. Ohne Salz, Zucker, Getreide, Milchprodukte und nur mit dem, was Wald und Wiese damals hergaben. Auf den Spuren des Neandertalers eher ein einfacher Spaziergang oder doch eine echte Wanderherausforderung? Ja, Frage gebe ich direkt weiter. War es eine Herausforderung? Es war eine Herausforderung, ja. Weil wir, also normalerweise nimmt man ja auf eine 30-Kilometer-Wanderung was mit, ja. Zumindest was zu trinken. Schokoriegel, ganz genau. Aber wir hatten nichts mit. Wir wollten uns das erjagen. Und in diese, das war ja so toll. Dann gehen wir an diesem eiszeitlichen Wildgehege vorbei. Und da, die hatten sich alle verkrochen, die Tiere. Ja? Die hatten Angst vor uns. Ich war nicht alleine da. Mein Fitnesstrainer war dabei. Der ist sehr, sehr sportlich. Ja. Wir haben hier auch den Vergleich zwischen ihm und so einem Neandertaler. Also er ist ein bisschen größer. Ne? Also genau, da ist Daniel und da bist du da oben. Genau. Und er ist nicht nur Fitnesstrainer, sondern auch Experte für diese ganzen Diätgeschichten. Low Carb und eben Paleo. Und naja, wir müssen aber dann in einen großen deutschen Supermarkt uns dann mit Himbeeren und rohes Fleisch war uns dann auch zu roh. Also es war alles nicht so appetitlich angerichtet wie jetzt deine Filmbeitrag. Wir haben dann gekochte Rinderzunge genommen. Mhm. Er mochte es nicht, ich fand es geil. Auch nicht so sein Ding. Aber man muss ja schon sagen, ja, also da wird ja jetzt irgendwie versucht, auch mit Paleo-Diät da die Steinzeit nachzuahmen. Also ich möchte nicht das durchschnittliche Lebensalter eines Neandertalers haben. Das also so gut ging es denn, das war so 35, 40 Jahre alt. Ach guck mal, da wären wir schon beide nicht mehr hier. Richtig, ja. Genau. So alt bist du schon. Ja, ich habe mich jung gehalten, aus die Maske eine Stunde. So, ihr hattet aber auch Datteln, süße Datteln dabei. Also richtig. Ein bisschen habt ihr das abgewandelt. Und was hat Daniel nach dem Trip gesagt? Also der ist natürlich Sixpack-Man und übrigens, das kann man eigentlich auch noch schön erzählen. Wir gingen dann lang und er ist wirklich sehr, sieht sehr gut aus, sehr gut durchtrainiert. Und dann kam uns ein Mettmänner-Manner-Auto entgegen, schwarzer Golf mit zwei jungen Damen drin. Ne? Und die wendeten sogar, zeigten auf meinen Fitnesstrainer und riefen, ey, du geile Sau! Und ich glaube, da haben sich doch einige Gene der Neandertaler im Kreis Mettmann erhalten. Ja? Also, nein, gut, aber der ist voll durchtrainiert, aber er hat schon gesagt, wir mussten dann halt da, wo damals die Neandertaler über die Felder gegangen sind, steht heute die Stadt Mettmann. Also wir sind noch viel über Asphalt gelatscht. Und der war richtig fertig. Also der hat gesagt, 30 Kilometer, normalerweise ja, joggt er ein bisschen und fährt ein bisschen Rennrad. Aber 30 Kilometer am Stück gehen und auch irgendwie quasi ja, nur der Nase nach, oft auch nicht durch Wege, sondern einfach querfeldein, das hat ihn schon richtig fertig gemacht. Okay, also das war seine Erkenntnis. Viele Zuschauer fragen auch, unter anderem Silvia jetzt hier aus Chemnitz. Wie sieht es aus mit den Hinweisen? Von deiner Seite aus, sind diese Wanderwege zum Teil auch behindertengerecht? Könnte man die dann in dem Moment dann auch nachfahren? Da gibt es einige dabei. Also das ist zum Beispiel der Zug der Fischweiber von Paris nach Versailles, 20 Kilometer. Das ist auch durchaus barrierefrei. Ob ich da in Paris die 20 Kilometer jetzt mit dem Rollstuhl fahren würde, weiß ich nicht. Aber die meisten, wie gesagt, also auf meiner Homepage gibt es auch praktische Hinweise. Wir haben sie in dem Buch extra nicht abgedruckt, weil es sind ausdrücklich keine Wege zum Nachwandern. Im Unterschied zu meinen früheren Wanderbüchern, wo man sagen kann, ja, das war toll, geht da auch lang, würde ich doch von den meisten Wegen abraten, weil A, nicht so schön und B, doch teilweise auch gefährlich. Okay. Jakobsweg rückwärts zu gehen, das ist auch schon Trend, ne? Ist der Trend zum Antitrend oder Antitrend zum Trend? Also rückwärts zu gehen, also jetzt nicht, ich bin da nicht irgendwie rückwärts gelaufen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das ja auch eine historische Wegrichtung war. Weil wenn früher die Leute nach Compostela gepilgert sind, sind die ja nicht mit Ryanair zurückgeflogen. Sondern dann sind die wieder nach Hause, nach Holland, nach Deutschland und so weiter auch wieder zu Fuß gegangen. Und das macht heutzutage ja fast kein Mensch mehr. Und das fand ich spannend, an der Kathedrale zu beginnen und dann den ganzen Pilgern entgegenzugehen, ja, dem Strom entgegen. Also ich habe an diesem Tag 400 Pilger gesehen und in unterschiedlichen Zuständen. Ja. Ich habe besoffene Pilger gesehen, ich habe topfitte Frauen gesehen, die aber kaum mehr gehen konnten, weil sie so Knieschmerzen hatten. Ich habe glückliche, beseelte Wanderer gesehen, ich habe absolut ja, fertige Wanderer gesehen und das war schon sehr, sehr spannend. Aber das heißt, man muss zum Wandern erstmal natürlich die Lust haben, das ist das eine. Man sollte sich, wenn man anfängt, erst eine gute Strecke aussuchen, die nicht zu lang ist wahrscheinlich. Oh ja. Und also das muss man auch beachten. Ja, man darf sich einfach nicht überfordern. Also es geht nicht darum. Und das ist, glaube ich, auch viele Pilger überfordern sich einfach. Die unterschätzen das, so eine lange Strecke zu gehen. Das ist schon wirklich, wirklich anstrengend. Und wenn man da Spaß dran haben will, dann sollte man sich am Anfang eine schöne Strecke nehmen. Ob das 5, 6 Kilometer sind, 1,5
anderthalb Stunden wandern, das reicht doch. Mhm. Und wenn einem das dann Spaß macht, dann kann man ja dann noch ein bisschen mehr was machen. Aber wichtig ist einfach, sich nicht zu überfordern. Mhm, absolut. Und wie gesagt, wie man Kindern das Wandern auch sozusagen beibringen kann oder sie ermutigen kann, das sprechen wir gleich nochmal. Es ist jetzt 10.07 Uhr. Sie haben noch Zeit, Zuschauerfragen zu stellen. Machen Sie das doch gerne noch per E-Mail, per Facebook. Können Sie sich einklingen und per Telefon 0211 64 95 64 können Sie das auch gerne tun. Oh, und irgendwie kennt man das auch, ne? Diesen Moment. Viva Colonia kam am Schluss. Herrlich, ja. Herrlich. Ja, Rundumschlag war alles dabei. Ja. Walzer, Tango und moderne Musik. Ja, also der Moment, glücklich zu sein, das ist ja so, dass das große Erlebnis auch wahrscheinlich, wenn man wandert, ne? Diese Erfüllung, dieses Einssein mit der Natur. Oder was nimmst du für dich dann immer mit? Das ist einer der Aspekte, aber ich sage immer, Wandern macht glücklich. Mhm. Ja, weil ob das jetzt einzelne Glücksmomente sind, wenn man da über einen tollen Weg geht oder eine tolle Aussicht genießt. Aber es gibt ja Untersuchungen, dass wirklich 85% der Wanderer sagen, nach der Wanderung geht es ihnen besser als vorher. Da sind die glücklicher. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen. Das eine ist zu wandern, um glücklich zu sein. Das andere sind die Völkerwanderungen. Mhm. Und das nimmst du natürlich in dem Buch als letztes Kapitel auch die aktuelle weltpolitische Situation auch mit unter die Lupe. Du bist nach Hanging gegangen, an einen Grenzübergang und hast dir Flüchtlingstracks, wie du es beschreibst, angeschaut. Und ich bin über einen Satz gestolpert, den musst du mir noch mal erklären. Heute gehen wir mal Flüchtlinge gucken, hast du geschrieben. Ja, das war diese Zeit, als Oktober, November, als wirklich massiv Flüchtlinge über die Balkanroute kamen und busseweise da von Österreich an die Grenze gefahren wurden. Und da habe ich mich mit den Bundesgrenzpolizisten unterhalten, die sagten, also, ja, heute ist nichts los, da kommen ja nur 800. Also gestern waren 2000, die da nur über diesen Grenzübergang gekommen sind. Und es waren viele Leute aus dem Ort da. Einige haben Spenden gebracht, Kinderspielzeug, Jacken und so weiter. Es wurde ja da schon zunehmend kalt in diesen Tagen. Und es gab aber auch Leute aus dem Ort, aus der Umgebung von Passau, die haben dann da ihr Auto irgendwo abgestellt und sind irgendwie, eben Flüchtlinge gucken gegangen. Also das war so, da war ja nichts abgesperrt. Also da konnte man dann quasi Weltgeschichte live erleben. Und diesen Bezeichnung Flüchtlingstreck, den habe ich auch von den Bundespolizisten. Da waren dann Busse der Bundespolizei, die haben die Flüchtlinge nach Passau gebracht. Aber wenn kein Bus da war, haben die auch 100 Leute zusammengestellt, die dann zu Fuß 2 Kilometer zu so einem Erstaufnahmelager gegangen sind. Und das nannten die Polizisten Flüchtlingstrecks. Da vorne dran ein Polizeiwagen, hinten dran ein Besenwagen für die, die nicht mehr konnten. Und da durfte ich dann mitgehen. Und das war schon spannend zu sehen. Also einige waren total relaxed, wahnsinnig modische Frauen mit super Kinderwagen, gestylt, Gucci-Sonnenbrille, dann wieder irgendwie sehr, sehr ärmliche Leute aus wahrscheinlich sehr, sehr ländlichen Gegend, teilweise super gut gelaunt, teilweise total angepisst. Einer hat mich gefragt, wie lange gehen wir denn jetzt noch? Hab ich gesagt, wow, waren 1 Kilometer, 15 Minuten, without a bus? Also auswandern ja, aber zu Fuß nicht so gern. Okay. Aber das hat sich natürlich super ergeben, auch quasi, dass ich angefangen habe in dem Buch mit der Steinzeit, wo die Menschen gehen mussten, um zu überleben, um ihr Überleben durch Jagd zu sichern. Und am Ende müssen Leute auch wieder gehen, weil sie vor Krieg flüchten, weil sie vor wirtschaftlich unglaublichen Miseren flüchten. Und das war natürlich dann auch das passende Kapitel zum Schluss, weil es ja auch in die Zukunft weist, weil dieses Flüchtlingsproblem, Balkanroute geschlossen hin oder her, das wird uns noch die nächsten Jahre begleiten, definitiv. Mhm, absolut. Und dann, wie gesagt, sprechen wir, und das Wort hatte ich vorhin schon mal erwähnt, über das Thema Zweitwanderung, was du im Buch halt auch aufgegriffen hast. Mhm. Absolut, ja, ist ja auch irgendwie nur eine Zahl, oder? 25. Ja. Ach, ganz genau. Absolut, ja. Sag mal, jetzt wurde gerade eben gesagt, haben wir alle ein bisschen geschmunzelt, sie ist einfach eine tolle Frau. Kannst du das deiner Frau auch so wiedergeben? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Das wird natürlich. Ja, Chris, du hast nicht auch jeden Tag gesagt? Nee, ich brauche das aber auch nicht. Okay. Aber ab zu dir wieder zurück, teilt ihr beide die Leidenschaft des Wanderns oder genießt ihr auch mal die Einsamkeit voneinander? Ich wandere sehr gerne und meine Frau wandert auch manchmal gerne mit. Und am liebsten wandert aber seit kürzestem meine jüngste Tochter mit. Ja, aber wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, sie zu motivieren, sie mitzunehmen? Noch mehr als bei Großen, sag ich mal, ist wirklich der Weg das Ziel und entscheidend. Also wenn man mit Kindern langweilige Forstautobahnen lang wandert, dann muss man sich nicht wundern, wenn die sich langweilen nach 2 Meter. Wenn man aber, Wasser ist so wichtig, ja, wenn man irgendwie in einer Schlucht ist, wo die balancieren können, mit Wasser spielen können, Stöckchen, Steinchen ins Wasser schmeißen. Der Wald, wo wir immer mit dem Hund spazieren gehen, da waren jetzt Baumfellarbeiten und ich weiß nicht, wie viele tolle Bäume ich da jetzt entdeckt habe.
entdeckt habe, wo meine Tochter drauf balanciert. Es gibt Einkrachbäume, es gibt Abenteuerbäume, es gibt Springbäume. Und wir entdecken da immer was Neues. Und da kommt es dann gar nicht drauf an, ob man da jetzt wirklich viel wandert. Mhm. Aber einfach draußen zu sein und Spaß zu haben in der Natur, das ist doch großartig. Mhm. Jetzt warst du fürs Buch europaweit unterwegs. Mhm. Wenn man jetzt mal mit den Familien hier in Deutschland vor der Haustür anfangen würde, welche Gebiete eignen sich denn? Welche Wälder bieten all diesen Spaßfaktor, den du gerade beschrieben hast? Also ich würde sagen, in jedem deutschen Mittelgebirge findet sich ein tolles Tal, eine tolle Schlucht. Also das bietet sich vor allem an. Also kleine Bachläufe, wo ein spannender Weg dran ist. Und das kann man, egal ob das jetzt Sächsische Schweiz ist oder Harz oder Eifel oder Hunsrück oder Schwarzwald, Schwäbische Alb, das findet man eigentlich in allen deutschen Mittelgebirgen. Ja. Man muss sich da ein bisschen informieren und dann so sich erstmal so einen kleinen Weg, wirklich 2-3 Kilometer mit dem Kind anfangen zu wandern. Und dann kriegt das da auch Spaß dran. Okay, und jetzt wird es ja wärmer gekrönt, dann vielleicht von einem Sprung in einen See, Gebirgssee oder einen ansonsten See. Ja, jetzt See. An Pfingsten vielleicht noch nicht. Nee, ja, da wird es kalt. Aber jetzt nach Mai, Juni, genau. Juli wird es ja wieder ein bisschen wärmer. Ganz absolut. Genau. Ja. Also, ist ein toller Song, oder? Absolut. Ohrwurm, absolut. Also, wir werden natürlich die Daumen drücken, zugucken und mal schauen. Vielleicht lassen wir uns ja auch überraschen. Vielleicht macht sie dem Russen. Bist du dann so ein Typ, der da auch mit anruft? Und nee, anrufen tue ich nicht, aber ich gucke zu und ich lasse sogar meinen Sohn länger aufbleiben. Mit ich finde das toll. Nee, nicht mit Fähnchen. Ganz klassisch. Schlafanzug abgeschminkt auf der Couch, so wie alle. Ne? Und ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Brause trinken oder so. Genau. Du, die Zuschauer haben 2-3 Sachen auch noch mal wissen wollen. Mhm. Ein paar Sachen picke ich hier raus. Erstmal liebe Grüße und zwar danke, von Susanne. Ja. Genau, sie sagt halt irgendwie, schön, dich wieder zu sehen. Vermisst auch die Zeit mit Harald Schmidt damals und wünscht ihm alles Liebe und danke für diese unterhaltsame Zeit, auch was deine Bücher angeht. Jetzt haben wir eben hier gerade gehört, 200 Millionen Leute schauen zu. Wenn man den Wanderverband sich mal anschaut, wie viele Leute wandern eigentlich in Deutschland? Was sind da die Zahlen? Ja, angeblich, es gibt mehrere Untersuchungen und alle sagen, 40 Millionen Deutsche wandern. Ich kann das kaum glauben, jeder Zweite. Ja. Ja. Und erstaunlicherweise viele Politiker, ne, haben wir vorhin festgestellt. Ja, genau. Also Angie wandert im Urlaub in Südtirol. Unser Außenminister Steinmeier, der Frank, der wandert auch sehr gerne. Horst Köhler, früher Bundespräsident, ist gerne gewandert. Also ich glaube, das ist das perfekte Anti-Stress-Programm einfach. Ne? Wenn man irgendwie so Dauerfeuer hat in der Politik, dann Sigmar Gabriel sollte auch ein bisschen öfters wandern, oder? Ja, ja gut, der muss erst mal genesen, das ist immer das Wichtigste. Ne? Und das andere wird jetzt zu politisch. Genau. Und wir wollten Ihnen noch nur sagen, also erstmal schön, dass du da warst. Gerne, alles hat Gute wieder Spaß gemacht. Ja, jederzeit wieder. Viel Erfolg auch mit dem Buch. Liebe Zuschauer, nächste Woche ist meine liebe Kollegin Andrea für Sie da. Die freut sich schon, die kommt dann ab Dienstag. Also haben Sie ein wunderschönes, langes Wochenende. Genießen Sie die Pfingsttage. Bis bald mal wieder. Tschüss, ciao. Dankeschön dir. Tschüss. Ciao.